Fröhliches Chaos regiert beim Fest des Lachens von Heinz Maritschek im Stadttheater Leoben. Denn das Besinnliche gibt es in der Adventzeit eh schon zu Genüge. Alle Jahre wieder schenkt der beliebte Schauspieler seinen Fans mit diesen Geschichten einen Kurzurlaub vom Alltag. Gefeiert weit und breit, bitte alle mit mir singen, Weihnachten ist eine schöne Zeit. Ich habe eine Riesenfreude, wenn ich das Gefühl habe, dass es den Leuten gefällt und dass sie lachen und vielleicht den Weihnachtsstress kurz 2 Stunden vergessen und lachen die 2 Stunden stattdessen. Der lieben Großmutter, die was auf einen von alle 2 bei den Ohren schwerhörig ist, aber den ganzen Tag käppelt, kauft der liebe Vater jedes Jahr ein neues Grammophon, damit sie früher taub wird. Begonnen hat es mit der Geschichte mit dem Weihnachtsdackel vom Herbert Rosendorfer. Der ist mir zufällig in die Hände gefallen, diese Geschichte. Und mit dieser Geschichte, von der ich so begeistert war, tauchte die Idee auf, einen Abend aus lauter Ähnlichen, also wo es wirklich lustig zu Weihnachten wird, zusammenzustellen. Auch er selbst kennt das Chaos rund um Weihnachten und feiert wie jedes Jahr mit Familie und Freunden auf Ibiza. Am 24. sind wir mit Familie, die Familie vom Freund meiner Tochter, sitzen wir auf einer geschmückten Agave, weil es gibt keinen statt einen Tannenbaum, haben wir eine Agave geschmückt und singen Weihnachtslieder. Der schwerste Ton ist der allerletzte. Da rächt es sich, wenn man zu tief begonnen hat. Schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf.